Also wir werden uns jetzt mit einem weiteren Denkangebot, Taylorismus habt ihr alle verstanden, ne? Teilung zwischen Denken und Handeln und so weiter, und dann kann man standardisieren und the one best way, also alles verbessern, optimieren. Theorie X, Theorie Y. Douglas McGregor hatte die Idee, es gibt zwei Theorien in uns, zwei Thesen über die Natur des Menschen, die wir in unseren Köpfen und Herzen tragen. Ja? Die eine hat Douglas McGregor einfach so Theorie X genannt und die andere hat er Theorie Y genannt. Einfach so. Ja? Also diese Begriffe stammen von Douglas McGregor. Und Douglas McGregor sagt, naja, diese beiden Theorien gibt es, sie sind unterschiedlich und auch ein Stück widersprüchlich. Also sie widersprechen sich auch. Ich gehe nochmal kurz für die, damit es nachvollziehen könnt, nochmal den Text durch. Theorie X sagt halt über Menschen, naja, Menschen mögen Arbeit nicht, finden die langweilig und werden sie nach Möglichkeit vermeiden. In der Konsequenz bedeutet Führung dann also, dass Menschen angereizt werden müssen, damit sie sich überhaupt einsetzen und irgendwie für die Arbeit engagieren. Menschen werden am liebsten angeleitet, vermeiden die Übernahme von Verantwortung. Und jetzt hier, Menschen sind hauptsächlich, was die Motivation angeht, durch Geld motiviert und durch die Angst vor dem Jobverlust. Ja? Wie nennt sich das wissenschaftlich, so ein Konzept über Motivation? Wie nennt sich das? Extrinsisch oder intrinsisch? Was ist es? Extrinsisch, genau. Ja. Und hier die Theorie X hat auch eine Annahme über die Kreativität und die lautet, nur wenige Menschen sind überhaupt zu kreativer Leistung fähig, außer wenn es darum geht, Managementregeln zu umgehen. Ja? Da steckt so ein kleiner innerer Widerspruch drin, aber das ist auch der einzige. Das ist in sich schon konsistent. Ne? Ihr seht, ja? Zwischen Menschen sind mal eher der Arbeit eher nicht zu, sondern abgeneigt, bis hin zu durch Geld und Angst vor dem Arbeitsverlust betrieben. Also das ist schon in sich stimmig. Ja? Jetzt kommt die andere Theorie über die Natur des Menschen, Theorie Y. Kennt ihr bestimmt auch alle. Die sagt, die ist ganz anders vom Wording, aber sie beschreibt die gleichen Phänomene. Sie sagt, Menschen müssen zwar arbeiten, um sich und ihre Liebsten zu ernähren, sie wollen sich aber auch für Arbeit interessieren. Unter den richtigen Bedingungen macht Arbeit Spaß. Wir werden gleich noch diskutieren, was die richtigen Bedingungen sind. Ja? Menschen sind in der Lage, sich selbst zu fühlen und in Richtung auf ein Ziel, das sie akzeptieren, sagt die Theorie Y, basierend auf dieser Annahme über das Verhalten von Theorie Y und Menschen. Unter den richtigen Umständen suchen und übernehmen Menschen Verantwortung. Sie sind durch den Wunsch motiviert, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und das ist jetzt, welche Art von Motivation? Intrinsisch. Ja? Und dann sagt die Theorie Y noch was anderes, nämlich Kreativität und Einfallsreichtum sind weit verbreitet und werden von Organisationen kaum ausgeschöpft. Also ihr seht, komplett unterschiedlich. Ja? Die Annahmen. Hier intrinsische Motivation, hier extrinsische Motivation. Ja? Und hier ist extrinsische Motivation nötig, hier taucht sie irgendwie gar nicht auf. So, jetzt machen wir ein bisschen Forschung dazu. Ja? Also bevor wir gleich über die Anwendbarkeit sprechen, kurz ein bisschen Forschung. Wer von euch hat, die Post-its hat jeder in der Hand, jeder von euch hat ein gelbes und ein grünes. Wer keins hat, sagt mal kurz, dann kriegt er noch. Jetzt kommt's, jetzt ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, nicht ganz so leicht nehmen, sondern ein bisschen hart nachdenken. Guckt mal, fragt euch mal, was für ein Mensch bin ich? Guckt euch ins Herz und sagt, bin ich ein Xer oder bin ich ein Yer? In meiner Essenz, jetzt kommt der, ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Wir reden hier gerade nicht über Verhalten, sondern über die Natur des Menschen. Douglas McGregor hat von der Natur des Menschen gesprochen. Wie ist die Essenz des Menschen? Also guckt euch nicht so auf euer Verhalten, sondern guckt euch mal richtig ins Herz hinein und was für ein Typ bin ich dann? Und jetzt müsst ihr euch entscheiden. Also nicht, es gibt keine Mischform, das ist sozusagen eine Forschungsprämisse in diesem Experiment. Keine Mischform, es gibt nicht X und Y. Grüner Zettel, nur den grünen Zettel nehmen und da drauf schreiben X oder Y. Was für ein Mensch bin ich? Einfach nur ein X oder ein Y auf den grünen Zettel. Jetzt der gelbe Zettel. Jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt geht die Komplexität durch. Jetzt üben wir mal Komplexität. Das eben war noch ziemlich einfach, weil ihr musstet euch ja nur für den grünen Zettel ins eigene Herz gucken. Das kann jetzt jeder. Also jedenfalls jeder, der therapiert ist, der kann das sehr gut. Ja, der hat dann direkten Zugang zu, schwuppdiwupp. Ja. Also es geht noch, sich selber ins Herz gucken. Aber jetzt machen wir mal das Schwierige. Ja, Douglas McGregor hat ja gesagt, das gilt ja auch für unsere Vorstellung von anderen Menschen. Und das machen wir jetzt mal für den gelben Zettel. Ich bitte euch mal, euch vorzustellen, wer von euch ist denn von Seibert Media hier? Das möchte ich mal gerade sehen kurz. Seibert Media hat, haben wir 4 oder 5 Kollegen. Okay, und ihr habt so ungefähr wie viele Leute? 70? 70 Leute. Also wer bei Seibert Media arbeitet, der soll sich jetzt mal die 70 anderen Leute, die bei Seibert Media arbeiten, vorstellen. Wer von euch arbeitet bei einem größeren Laden? Und welcher ist das in deinem Fall zum Beispiel? Ogilvy. Ogilvy, internationale Werbeagentur oder Werbegruppe, ja, mehr, ne? Ich will euch nicht beleidigen. Wie viel 10.000 Mitarbeiter habt ihr? Achso, aber steht ja auch noch eine Gruppe drüber. Warte mal, Ogilvy ist doch auch Teil von WPP. Also er kann sich das aussuchen, ob er sich die Ogilvy-Gruppe vorstellt, also die Ogilvy-Gruppe oder WPP als den Konzern, der drüber ist. So, und jetzt ist seine Aufgabe. Wie viele Leute waren das nochmal bei Ogilvy? In Deutschland 300.
International. Mal. Ein paar tausend. Okay. Die stellt er sich jetzt vor und ihr sollt euch jetzt jeder für euren Laden, wo ihr arbeitet oder wo ihr irgendwie unterwegs seid, mal vorstellen, wie viel Prozent von den Leuten in diesem Laden, in meinem Laden, in meiner Firma, in meinem Unternehmen oder in meiner Unternehmensgruppe, wie viel Prozent von denen sind in ihrem Herzen Xer? Und die Zahl gehört auf den gelben Zettel. Prozentsatz, alle haben einen Prozentsatz aufgeschrieben? Ja? Dann bitte den gelben Zettel wieder austauschen mit dem Nachbarn. Okay, jetzt machen wir mal die Auswertung. Das war jetzt ein wissenschaftliches Experiment. Wie nennt sich das, was wir getestet haben quasi? Wie nennt sich das Bild des grünen Zettels und wie nennt sich das Bild des gelben Zettels? Wie nennt man das? Da-da-da, Bild versus Da-da-Bild. Selbstbild versus Fremdbild. So, jetzt gucken wir mal, wie das Selbstbild und das Fremdbild sich zueinander verhalten. Erstmal Selbstbild, Selbstbild grüner Zettel, bitte mal kurz nehmen. Jeder nimmt mal den grünen Zettel, den er fremd beschriftet vor sich hat, ja. Guckt mal drauf und wer ein X hat auf dem grünen Zettel, den er in der Hand hält, der hält ihn jetzt mal hoch. Also X, grüne X-Zettel bitte hochhalten. Ah ja, genau, typisch, ne? Kommt kein, wirklich, oder jetzt dürft ihr nicht lügen, ihr habt es ja auch nicht selbst beschriftet. Kein X. Gut, okay, kein X. Also das war das Selbstbild, ne? Keine X. Jetzt das Fremdbild, gelber Zettel, gucken auf die Zahl. Wenn es 0 ist oder 0%, bitte hochhalten. Nur die Nulls und 0%. Oh, das zähle ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder so habe ich jetzt gezählt. Okay, das ist ein Prozentsatz, der liegt so, ich tippe mal so, das ist ein Drittel von euch ungefähr. Ja, was fällt jetzt auf? Inwiefern passen oder passen Fremdbild und Selbstbild zueinander oder nicht? Wer möchte das mal kurz wissenschaftlich zusammenfassen? Du schon wieder? Okay. Das kann doch jemand anderes. Nee, das ist schon okay. Ja? Die Streber in der zweiten Reihe. Also, wir haben uns alle als Y gesehen. Ja, das war eindeutig. Und wir haben aber einen Großteil von uns oder zwei Drittel von uns hat nicht geglaubt, dass alle anderen auch Y sind. Okay, Conclusio. Schlussfolgerung. Wir haben ein schlechteres Menschenbild von den anderen als Y. Das Fremdbild ist etwas anders geprägt als das Selbstbild, ja? Egal wie groß die Stichprobe, egal wie wir es ausgelöst, durchanalysiert hätten, es kommt ja immer das Gleiche raus. Das könnt ihr jetzt aber nicht wissen, das weiß ich. Ja, ich mach das ja ständig. Und übrigens, es gibt ganz viele Studien über das Phänomen. Also das ist auch, wird tatsächlich wissen, also noch mal unter rigideren wissenschaftlichen Bedingungen gemacht worden. Es kommt trotzdem immer das Gleiche raus. Selbstbild, da weiß jeder, ich bin Theorie Y-Mensch, also das weiß man einfach. Und das Lustige ist jetzt, egal welche Population von Menschen man da befragt, Kinder, Hausfrauen, alte Leute, Wissenschaftler, egal ob mit gefälschter oder mit selbstgeschriebener Doktorarbeit, Unternehmer, Studenten, egal welche Population, Hausfrauen, also überhaupt Männer, Frauen, alt, groß, dick, dünn, ganz egal, es kommt immer das Gleiche raus. Ja, im Selbstbild eindeutige Erkenntnis, natürlich bin ich ein Theorie Y-Mensch, aber bei den anderen, ja, oha, da habe ich einen Zweifel, so hat es das, glaube ich, genannt. Ja, aber was sagt denn jetzt dieser Zweifel aus? Ja. So ist es. Also die Kollegin sagt, Moment, bei mir selber kann ich, das steckt ja indirekt drin, in dem, was du gesagt hast, wir selber gucken uns ins Herz, beim anderen, beim Fremdbild, kann ich ja nur aufs Verhalten gucken. Woanders kann ich nicht hingucken, es sei denn, ich bin Chirurg, also Herzchirurg. Ja? Das heißt, ich muss da schon über die Schlussfolgerung, also die Interpretation des Verhaltens, muss ich auf die Natur des Menschen, dieser anderen Menschen schließen. Und da, was passiert dann? Da ist ja so, da gibt es halt einen systemischen Irrtum, so würde ich das mal formulieren. Ja? Oder man könnte auch sagen, wir fast alle von uns tragen ein gemeines Vorteil über andere Menschen im Herzen. Ist halt so, ja? Weil wir eben, und jetzt ist jetzt interessant, die Kollegin hat es auch schon komplett richtig gesagt, wodurch wird denn das Verhalten anderer Menschen erzeugt? Neben der Natur des Menschen, die vermutlich bei allen Theorie Y ist und die auch übrigens nur Theorie Y sein kann, da kann man sich auch logisch mit auseinandersetzen und da kommt er sehr schnell zu ganz eindeutigen Ergebnissen. Also wodurch wird das Verhalten anderer determiniert, du hast es so schon gesagt, wodurch wird das beeinflusst? Durch Umfeld, Kontext. Ja? Also, Kontext erzeugt Verhalten. Und Douglas McGregor hatte jetzt diese große Einsicht, der hat gesagt, naja, die Organisation des Industriezeitalters oder Unternehmen des Industriezeitalters
haben sich ja, das ist ja so, die Reihenfolge ist ja so gewesen, wir haben uns zuerst den Menschen so vorgestellt und dann bauen wir die perfekte Organisation für diese Art von Menschen. Das ist eine große Leistung. Also die Leistung von Management ist, oder von Taylor war, Organisationen zu bauen, die perfekt für diese Defizitmenschen der Theorie X gemacht waren. Die sitzen sozusagen wie angegossen und sie erzeugen dadurch X-Verhalten. Und man könnte auch sagen, jetzt übertragen wir das nochmal auf heute, die Finanzkrise, wenn man mal davon ausgeht, dass die irgendwo in der Finanzdienstleistung und in den Banken erzeugt wurde, vorrangig, aber natürlich auch in der Politik, ist egal. Aber nehmen wir mal an, die kommt aus Unternehmen oder haben Unternehmen daran mitgewirkt. Naja, sind das geldgierige Banker oder haben wir uns die Banker geldgierig gemacht, weil wir angenommen haben, sie sind es? Ist nochmal ein kleiner Unterschied. Vor allem, wenn man dann die Gesetzgebung anfängt zu schreiben. Seht ihr den Unterschied? Douglas MacGregor sagt, nicht die Natur des Menschen ist das Problem, nicht der Mensch ist das Problem, sondern das System ist das Problem. Das hier ist auch ein Systemtheoretiker. Und während Douglas MacGregor sich in seinem Buch The Human Side of the Enterprise vor allen Dingen über das menschliche Element in der Organisation Gedanken gemacht hat, hat der hier halt knallhart über Systeme nachgedacht. Wer kennt den? Wer weiß das? Russell Eckhoff, amerikanischer Systemtheoretiker. Und er hat diese wunderbaren Dinge festgestellt, wie man kann ein System nicht verändern oder selten verändert sich ein System dadurch, dass man, oder verbessert sich ein System dadurch, dass man die Teile optimiert, sondern man muss die Beziehung zwischen den Teilen verbessern, damit sich das Ganze verbessert. Sehr interessant, ja? Also wir müssen gar nicht, jetzt sehen wir mal, jetzt, wer von euch ist vielleicht, hat was mit HR zu tun, Personalmanagement und so? Gibt es einen HRler hier unter uns? Ah, sehr schön. Für was bist du zuständig in einem Laden? Bist beratend tätig und beschäftigst dich auch mit Mitarbeiterentwicklung? Jetzt habe ich sie so ein bisschen an der Stelle. Also Mitarbeiterentwicklung steckt ja so ein bisschen, man muss den Mitarbeiter entwickeln. Laut Russell Eckhoff ist das kaum interessant. Ja, nee, also jetzt mal abgesehen, wir kritisieren jetzt mal nicht deine Arbeit, sondern nur mal so die These, die in der Idee dein ganz, also ist es sowieso immer so, wenn ich irgendjemand kritisieren sollte, was ich gar nicht will, alle Anwesenden sind immer komplett ausgenommen. Ja, also ihr seid garantiert, ihr müsst euch garantiert nicht angesprochen fühlen. Ja? Also nochmal, Personalentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, da könnte man jetzt vermuten, dass die davon handelt, den einzelnen Mitarbeiter zu entwickeln. Laut Russell Eckhoff bringt das überhaupt gar nichts, weil man müsste ja was entwickeln? Beziehung, also wir bräuchten Beziehungsentwickler statt Mitarbeiterentwickler. Das ist schon mal ein anderer Titel und hätte eine andere Konnotation. Ja? Also nicht der Mensch ist das Problem, sondern die Interaktion zwischen den Menschen. Oder man könnte auch sagen, Mitarbeiterentwicklung ist totaler Firlefanz und totaler Käse, wir brauchen Teamentwicklung. Wenn schon. Ne? Oder vielleicht auch Kommunikationsentwicklung. Und Russell Eckhoff hat das sehr schön beschrieben. Er hat immer wieder betont, ja, man baut nicht das beste Auto dadurch, dass man die besten Teile aus allen Autos, die es so am Markt gibt, zusammensucht. Also von jedem den besten Motor, das beste Chassis und sowas zusammensucht. Von allen Autos, die man irgendwie vorher mal auseinander und in einer Halle übereinander und nebeneinander gelegt hat. Sondern eine Maschine optimiert man durch die Optimierung des Zusammenwirkens der Teile. Und nicht dadurch, dass man das Beste von allem einbaut. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich noch viel mehr für lebendige oder für soziale Systeme. Und das ist auch ein großer Systemtheoretiker. Den könnten vielleicht einige von euch erkennen. Der hat diesen wunderbaren Satz gesagt, ja 95% der Probleme in Organisationen liegen nicht im Menschen begründet, sondern im System. Wir tun aber ständig so, als wären 95% der Fälle die Menschen das Problem. Und dann doktern wir an den komplett falschen Dingen herum. Wer ist dieser Mann? Er ist der Begründer dessen gewesen, was später die Qualitätsmanagement-Bewegung wurde. Das ist Deming, genau. Das ist Edward Deming, schon ein bisschen im Voralter. Der ist, glaube ich, auch so 90 Jahre alt geworden. 1995, glaube ich, verstorben oder so. Oder Anfang der 90er Jahre verstorben. Und Edward Deming ist vielleicht so der erste Systemtheoretiker gewesen, der im großen Stil Organisationen beeinflusst hat. Und zwar zuerst in Japan. Also die Idee von Deming war, es lohnt sich nicht, hinterher zu messen, ob die Leistung gut war oder schlecht, sondern wir müssen an der Arbeit arbeiten. Wir müssen auch nicht am Menschen arbeiten, sondern wir müssen Menschen dazu kriegen, denkend an die Arbeit zu gehen. Und das ist sozusagen, man könnte sagen, die komplette Umkehrung der tayloristischen These. Bei Taylor
mussten wir den Einzelnen unter Kontrolle kriegen, den Nichtdenken, vor allen Dingen den nicht denkenden Arbeiter, eventuell auch den denkenden Manager, der war ja auch so ein Defizitwesen. Aber vor allen Dingen die nicht denkenden Manager Arbeiter mussten wir unter Kontrolle kriegen. Wir mussten sie dazu kriegen, den Standard auszuführen und immer wieder zu wiederholen. Und dann wird das Ganze besser und hocheffizient. Unter den Bedingungen des Informations- oder Wissenszeitalters funktioniert das nicht mehr so. Deming hat daher gesagt, naja, wir müssen schon alle in die Arbeit an der Arbeit kriegen. Und eines der Unternehmen, das das zuerst gefressen hat, war natürlich Toyota. Und man könnte sagen, Toyota ist einer der ersten, und das ist meine These für euch, alternativen Organisationen gewesen. Also wenn man sich mal die heutige Unternehmen vor Augen führt, welches ist denn nicht terroristisch? Da gibt es schon so einige. Ich hoffe oder ich glaube, dieses Unternehmen, bei dem wir hier heute zu Gast sind, bemüht sich da, nicht terroristisch zu sein. Ich glaube, die würden das sogar akzeptieren, dass sie die Teilung zwischen, von der Teilung zwischen Denkenden und Handelnden nicht so viel halten. Aber welche Unternehmen, die größer sind, können das denn von sich behaupten? Und Toyota war eines der ersten Unternehmen in den 50er und 60er Jahren, haben die das halt angefangen, die Methoden dazu entwickeln, damit Arbeiter überhaupt ständig ins Denken gezwungen werden. Wer von euch kennt ein paar von den Methoden, die da entstanden sind? Da gibt es Namen. Ja. Kaizen. Kaizen, genau, das ist die, was ist Kaizen, so lapidar übersetzt ins Deutsche? Kontinuierliche Verbesserung. Genau, sehr schön. Muda. Muda, was ist Muda? Fehlervermeidung von Verschwendung, ja. Mhm. Sehr schön, was noch? Was hatten wir jetzt? Kaizen. Muda, was haben wir noch? Just in time, genau, das ist die, naja, die so spät wie möglich genau das Richtige liefern oder in die Wertschöpfungskette kriegen, damit man unter anderem was vermeiden kann? Lagerhaltung. Lagerhaltung uncool. Sehr uncool. Also am besten alles just in time, in den Flow hineinliefern, ja, sehr schön. Was noch? Kaizen, ach, dann kommen wir doch, Kanban. Das ganze Meta-Gebilde von diesen ganzen Methoden nannte sich dann irgendwann Lean. Ne? Also gibt es eine Lean-Bewegung, die übrigens auch in der Softwareentwicklung dann nochmal irgendwie ihre zweite Inkarnation erfahren hat. Also gibt es im Produktionswesen, die gibt es jetzt auch in der IT, das ist wunderschön. Das ist alles immer so ein bisschen Toyota. Ne? Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, wer hat denn das wirklich gerafft? Und meine These für euch ist, man kann so eine Organisation ganz leicht daran erkennen, also eine unterrealistische Organisation, dass diese Teilung zwischen Denken und Handeln aufgehoben ist. Wie sieht denn das dann aus? Da kann man sich jetzt an den Systemtheoretikern sehr schön orientieren. Die Systemtheoretiker, die sagen halt, naja, eigentlich ist eine Organisation ja gar nicht eine Pyramide, die aus Denkern und Handelnden besteht. Eigentlich, jedenfalls unter Bedingungen der Komplexität, braucht man eine Organisation, oder man muss sich eine Organisation schon ganz anders denken, sonst kann man die gar nicht entstehen lassen. Also man muss sich erstmal den Menschen als Theorie Y-Menschen vorstellen und lieber nicht als Theorie X-Menschen, sonst kommt da nichts bei raus. Und zweitens sollte man eine Organisation von wo nach wo denken, nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Und warum ist das jetzt wichtig? Weil außen ist ja das Allerwichtigste für eine Organisation, nämlich Markt. Und wenn in hochwettbewerblichen, dichten Märkten Wettbewerb herrscht, dann ist ja der Markt an der Macht, nicht Management. Management ist an der Macht, also sie können sich immer noch einbilden, sie seien an der Macht, bringt aber nicht viel. Ja, weil dann verbessert man ja weiter die Teile, ohne das Ganze zu verstehen, ohne die Interaktion der Teile zu verstehen. Und außerdem macht man sich vor, dass die Menschen Theorie X-Menschen sind und begeistert sie mit Boni, Mitarbeiterbeurteilung, was gibt es noch alles. Ja, also mit diesen ganzen tollen Dingen, mit denen wir Mitarbeiter so terroristisch unter Kontrolle halten. Das bräuchte man jetzt hier nicht. Wir denken uns also jetzt mal für dieses Jahrhundert, eine Organisation von außen nach innen und dann kommt so ein Bild zustande. Ich nenne es das Pfirsichmodell. Also das Pfirsichmodell ist, man könnte sagen, organisationale Führung 2.0. Organisationsführung 1.0 ist Management. Man kann auch sagen, Terrorismus oder Weisung und Kontrolle. Und das ist 2.0, die Organisation als Pfirsich. Ja? Wo man nur noch unterscheidet, das ist sehr schön, zwischen Zentrum und Peripherie. Nicht mehr zwischen oben und unten, sondern es gibt ein Zentrum, das ist der harte Kern, und eine Peripherie drumherum. Und dann sieht eine Organisation im Detail so aus, dass man halt periphere Teams hat und zentrale Teams. Also hier hat man so, welches ist ein Zentrum? Wie definiert sich Zentrum? In so einer Organisation, jetzt üben wir das mal, jetzt. Welche von diesen Teams sind Zentrum? Wodurch zeichnen sich Zentrumsteams in dieser Grafik hier aus? Das sind alles Teams. Die kleinen Kuller sind alles jetzt Teams.
Die sollen auch nicht mehr einzeln, also sie werden nicht mehr einzeln standardisiert gemanagt und die müssen auch nicht mehr dem Standard folgen, sondern die sollen irgendwie unternehmerisch denkend handeln. Ja? Was ist ein peripheres Team hier und was ist ein zentrales Team? Wo ist der Unterschied? Zentral müsste mehr Verbindung oder mehr Beziehung haben. Zentral müsste mehr Beziehung haben. Ja, okay, jetzt habe ich jetzt hier aber nicht alle möglichen Linien eingezeichnet. Nee, ist nicht das kritische, Unterscheidungsmerkmal. Sehr gut, genau, natürlich, genau. Peripherie definiert sich dadurch, die haben eine Verbindung nach draußen, das sind diese hier. Dann ist es Peripherie. Und alle anderen, was heißt denn das jetzt in der Praxis für so einen Laden? Egal, ob es die Deutsche Bank ist oder ThyssenKrupp oder Siemens oder die SAP, was heißt denn das? Ja? Also, wem dienen die jeweils? Genau, dem externen Kunden. Ne? Also periphere Teams haben eine Verbindung nach außen, sie dienen mit dem externen Kunden. Und jetzt, was ist dann die bleibende Restrolle für Zentrale, für Zentrumsteams? Dienen wem? Den peripheren Zellen. Und so ist das. Also wenn man so eine Organisation anguckt, die ist halt nicht mehr Weisung und Kontrolle, Standards werden von oben nach unten runter gemanagt, sondern ein Netzwerk aus Dienern. Und letztlich ist wer an der Macht? Der Markt. Und in der Organisation ist wer an der Macht? Die Peripherie. Das bedeutet jetzt natürlich eine Revolution. Ne? Und die hat halt bei Toyota schon stattgefunden. Das ist der kleine Vorteil bei diesen Toyotas dieser Welt. Wer von euch hat noch eine Idee, wo diese Revolution schon stattgefunden hat? Wo das Zentrum der Peripherie dient, das Management nicht mehr, also die Manager nicht mehr an der Macht sind, ja? Google, Das ist gut. Bei Google würde ich sagen, kann man das so, woran kann man das bei Google erkennen? Jetzt müssen wir es mal testen. Woran kann man bei Google erkennen, dass das so eine Organisation ist? Ist das ein offenes System? Ja, das ist jetzt mal sozusagen die abstrakte Ebene, aber ja, wie könnte man das noch konkretisieren? Sie hören auch, oder Sie beteiligen andere. Sie beteiligen andere, was gibt es dann für Praktiken, die das machen, die das leisten? Was ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, also sie sind eher Open Source als geschlossen. Ah, so war das gemeint mit. Ja, offenes System. Klar, also sie machen zum Beispiel ihren Code publik, ja? Im Gegensatz zu Apple beispielsweise, die da was anderes waren. Also man sieht schon am Geschäftsmodell, dass Google das so macht, ja? Ja, bei Google ist es beispielsweise so, dass wenn jemand ein Projekt macht, dann muss er bei Google Mitarbeiter werden. Und es kommt niemand und wirbt den Mitarbeiter auf das Projekt, sondern der das Projekt haben will, der muss dafür Werbung machen. Sehr gut. Also der ein Projekt haben will, führen will, initiieren will, muss dafür die Ressourcen finden. Das gibt quasi so einen internen Markt, genau. Und ein Projekt stirbt, wenn es nicht die Ressource findet. Also es gibt nicht, also man könnte auch das jetzt umgedreht sehen im Vergleich zum tayloristischen Modell. In Taylorismus muss für ein, oder ein traditionell gemanagten Unternehmen muss es, damit ein Projekt stattfinden kann, ja vor allen Dingen was geben? Budget. Ja? Also wenn es nicht im Budget ist, dürfen wir auch jetzt nicht. Ja, also in vielen Unternehmen ist das so. Ja. Also wenn das Budget nicht vorgesehen war im letzten Herbst, dann kann man jetzt auch nicht innovativ werden. Bitte nicht, ja, weil das ist unordentlich. Das ist total unprofessionell, jetzt also vorzuschlagen, dass wir jetzt was Neues machen sollen. Nee. Also wir können ja erst das budgetieren, dann kann man es im nächsten Jahr noch machen. Ja, bei Google ist der Mechanismus halt, was haben die noch für einen schönen Arbeitsmechanismus, der alle Software-Ingenieure bei Google betrifft, damit eben möglichst viele innovative neue Projekte zustande kommen. Wie heißt der? 20% Zeit, genau. Daran kann man es sehr schön sehen. Ja. Und das halten die auch durch, obwohl sie mittlerweile schon, wie viele Leute haben? 25.000 oder 30.000? Ja. 20% Zeit ist jeder, im Prinzip jeder Mitarbeiter, also aber vor allem jeder Software-Schrauber, hat sowas wie ein Tagesgeschäft, sowas wie ein Standardjob, und er soll aber 20% seiner Zeit, das ist so ungefähr ein Tag, für Projekte verwenden, die nicht zu seinem Job gehören. Also für innovative und durchaus auch gerne spinnerte Projekte. 20% Zeit nennt sich das. Das ist also eigentlich ein Gesetz. Jeder bei uns muss 20% seiner Zeit für spinnerte, komische oder innovative Projekte aufwenden. Und es gibt Standardjob und es gibt diese 20% Zeit. Dann kann man sehr schön sehen, da ist die Teilung zwischen Denken und Handeln sauber aufgehoben. Von den Praktiken bei Google haben wir jetzt 2 oder 3 genannt, die es da gibt. Es gibt aber natürlich, wie viele Praktiken gibt es bei Google? Dutzende, Hunderte, Tausende natürlich. Ne? Und alle diese Praktiken zusammen machen dieses Organisationsmodell aus. Und das ist das Denkangebot, das ich euch heute Abend machen möchte. Es gibt 2 Modelle, wie man Organisationen organisieren kann, denken kann.
Das linke ist Management. Also wenn man das linke macht oder hat, dann hat man Management in die Hand genommen. Die Organisationstechnologie oder die Sozialtechnologie Management, die steckt hier dahinter. Jetzt kommt das Bizarre, für dieses hier haben wir uns noch nicht mal auf einen Namen geeinigt. Ja? Wir wissen es nicht. Also bei Google nennt man es Googly, bei Toyota nennt man es TPS oder den Toyota Way. Ja? Es gibt noch ganz viele andere Unternehmen, jeder kann sich das nennen, wie er will. Ich nenne das mal Führung. Also das hier ist Management und das hier ist Führung. Es gibt so Schlawiner, die behaupten, Führung und Management sind das Gleiche. Dann könnten wir aber die Stühle auch Tische nennen, nicht wahr? Also, ja, kann ja wohl nicht wirklich sein. Ne? Also, es ist aber nur so ein Denkvorschlag, den ich euch machen möchte. Das ist ein Denkwerkzeug. Fangt mal an zu unterscheiden zwischen, was ist gemanagt und was ist geführt. Hier ist übrigens Macht an Personen gebunden und hier ist Macht im Markt. Schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und das sind zwei unterschiedliche Denkmodelle. Mechanistisch links, systemisch rechts, tot links, lebendig rechts. Denken und Handeln ist immer zusammen im rechten Modell. Sowohl in den gleichen Personen als auch zeitlich darf es immer stattfinden, das Denken und das Handeln gemischt. Im linken eher nicht so. Also es sind komplett unterschiedliche Denkansätze. Der Paul hat es schon erwähnt, es gibt das Stoßnetzwerk, in dem wir beide auch aktiv sind. Wer ist noch in Stoß aktiv? Ja, also da gibt es seit gut einem Jahr eine Bewegung, die sagt, naja, irgendwie ist das hier ja eigentlich eher eine traurige, ein echter Missstand. Und es muss doch eine Alternative geben für Organisationen. Und nicht zufällig finden sich im Stoßnetzwerk natürlich ganz viele Agilisten und Scrum-Leute. Aber eben auch Leute aus der Beyond-Budgeting-Bewegung zusammen, auch Leute, die ein bisschen über übliches Personalmanagement hinausdenken, Leute aus der Lean-Bewegung. Also es gibt ja verschiedene Leute, die schon seit Jahrzehnten oder Communities, die seit Jahrzehnten an dem hier basteln. Ne? Agile gibt es gerade erst 15 Jahre. Was hat wenn wir jetzt mal Agile einordnen, ganz kurz, was leistet denn Agile in Bezug auf das Rechte? Wer ist schon so gereift in seiner Weltanschauung über Agile, dass er es hier einordnen möchte? Ja? Es ermöglicht, das Rechte in den Linken anzuwenden. Oh, das war jetzt ganz geil. Das war jetzt ganz stark. Gott sei Dank zeichnen wir das auf, weil jetzt entsteht Wissenschaft nochmal. Er ermöglicht, das Rechte im Linken anzuwenden. Das ist natürlich großartig. Und wo? Wo wird das Rechte im Linken angewandt? Das ist natürlich ganz großartig, ja? Also hier man macht das Flatsch, ja? Flatsch, man macht das Rechte im Linken, den Pfirsich in der Pyramide, ja? In IT, ja? Oder? Ja, so bei den, naja, wenn IT ein Funktionsbereich ist, dann kann das relativ hoch reichen, aber irgendwo hier, ja? Ich nenne das gerne so ein bisschen, also verwissenschaftlicht auch, man muss allen mehr Begriffe, gute Begriffe geben. Man schafft also eine Insel der Glückseligen, wenn es gut läuft, das Agile-Projekt. Das ist natürlich ganz stark, ja? Ist das gut? Das wird in der Konsequenz nicht ausreichen, ganz genau. Also ich habe einen Freund, der heißt, wir nennen ihn mal Paul, ja. Und Paul sagt, die Agile-Leute. Also er hat das nicht über die Agile-Leute im Allgemeinen gesagt, also ihr seid sowieso ausgenommen, ist klar. Er hat das ein bisschen über Stoß gesagt. Also ich habe ihn gefragt, möchtest du nicht mitmachen beim Stoß-Network? Paul hat so ein bisschen graue Haare schon und ist einer der ganz großen Change-Experten dieser Welt. Also er hat auch eine Großgruppenmethode entwickelt, Real-Time Strategic Change. Das ist schon eine der ganz großen Großgruppenmethoden. Ne? Also er versteht schon richtig was von Sozialdynamik und Veränderung. Und als ich ihn gefragt habe, willst du nicht Teil des Stoßnetzwerks werden und damit mitmachen in irgendeiner Form, hat er gesagt, ja schon, aber mir ist auch aufgefallen, alles Leute mit sehr guter Absicht, aber von Change haben sie keine Ahnung. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf uns alle anwenden kann, ja, wir haben natürlich alle die besten Absichten, wir wollen das Rechte im Linken machen, aber wenn man vergisst, dass das hattest du ja eben auch schon so brillant gesagt, ja, man stößt da an gewisse Grenzen. Zum Beispiel, wenn man das für IT macht, und dann eigentlich macht man ja Agile noch nicht für die ganze IT, sondern vor allen Dingen für die Entwickler, ne? Entwicklungsteams, oder? Und alle anderen sind halt dagegen. Da hat man so ein Problem, ja? Hat man ein Change-Problem, könnte man sagen. Also, oder man hat eine Insel der Glückseligen, wie stabil die ist, variiert. Haben die Agilisten unter euch vielleicht auch schon festgestellt, ja. Dann ist es? Tot. Ah, dann ist es tot. Ja, auch könnte sein. Ja, ist jetzt meine These. Das ist meine These, ja. Aber ich beobachte immer dann, wenn das Ding rechts irgendwo anfängt, einen Namen zu kriegen, dann wird es plötzlich eine Organisation, dann wird es komische Hierarchien und Konflikte und dann wird es plötzlich nicht mehr das, was eigentlich sein wird. Okay.
Okay, darauf möchte ich nur gleich noch einen Exkurs aufbauen. Guckt mal euch das hier an. Also das linke Modell ist ja schon tot. Ja? Also insofern passt das ganz schön, so als hätte ich das mit der Monika abgesprochen. Also erstmal lohnt es sich zu konstatieren, bevor wir das rechte killen, auch im Geiste, ja? Das linke ist schon tot. Also Management, geboren 1911 mit dem großen Buch von Frederick Taylor, gestorben ungefähr 1970. Warum? Warum 1970? Naja. Also genau weiß das natürlich keiner, wann Management gestorben ist. Aber irgendwann hat sich natürlich das Wissenszeitalter über das Industriezeitalter erhoben. Da hat natürlich so ein Übergang stattgefunden. Und es hat zum ersten Mal auch Organisationen gegeben, die im großen Stil das rechte Modell gemacht haben. Und da will ich einen kurzen Exkurs mit euch wagen. Dieser durchaus gut aussehende junge Mann auf diesem Foto, ja, Mittelalter, also er ist mittlerweile ein älterer Herr, ist nicht mehr ganz so jung, er sieht aber durchaus forsch aus hier in den 70er Jahren. Das Unternehmen, das er gegründet hat, ist 1971 an den Markt gegangen, ist die weltweit erfolgreichste Airline geworden, beschäftigt heute 27.000 Mitarbeiter, wie gesagt, ist das erfolgreichste Unternehmen in seiner Branche, hochgradig beliebt, fliegen nicht in Europa, wie heißen die? Southwest Airlines, ja. Also das ist die erste Fluggesellschaft gewesen, die statt des Pyramidenmodells, statt klassischem Taylorismus gesagt hat, naja, unsere Leute müssen schon selber denken. Wir haben so wenig, das ist ganz schön, Herb Kelleher, der Co-Gründer dieses Unternehmens, hat wunderschöne Sachen gesagt zum Beispiel. Wir haben möglichst wenig Regeln in unserer Organisation, wir von Regeln halten wir nichts, wir haben davon möglichst wenige und unsere Mitarbeiter sind aufgerufen, die Regeln zu brechen, wenn es denn im Kundeninteresse ist. Das ist, ja, das wiegt schon. Er hat was anderes Schönes gesagt. Also wir haben keine strategische Planung, von strategischer Planung und Strategie halten wir nichts. Wenn es sowas gäbe wie eine Strategie bei Southwest Airlines, dann geht die so, wir tun Dinge. Das ist unsere Strategie. Wir tun Dinge. Da hört man, wenn man sich das mal so ein bisschen umdreht, dann hört man das schon raus, aber dazu denken wir auch.